Rostock-Teutenwinkel, ein Gewächshaus mitten im Wohnzimmer. 300 Zimmerpflanzen befinden sich hier. Pascal Schmidt ist seit 5 Jahren großer Pflanzenfan, mittlerweile auch Experte. Seit 2 Jahren lässt der 27-Jährige die Welt daran teilhaben. Erzählt seinen mittlerweile 5090 Followern bei YouTube interessante Fakten und berichtet über das Leben mit seinen Lieblingen. Nicht der rote Rücken, sondern die roten Venen. Ja, das ist tatsächlich eine ganz lustige Geschichte. Das war Anfang Corona-Zeit, wo mir sehr, sehr, sehr langweilig war hier zu Hause. Und ich hatte gerade Pflanzen bestellt online. Und ich dachte so, ja, packst du die Kamera aus, Handy, Mikrofon und dann drehst du einfach mal ein Video. Hab das dann auch fertig geschnitten, hab's dann hochgeladen. Und dann habe ich es tatsächlich vergessen, weil ich habe auf meinem Handy alle Benachrichtigungen aus. Ich habe das überhaupt nicht, ich habe es wirklich vergessen. Und dann ein paar Wochen später gucke ich nach und dann waren da 300 Aufrufe. Und ich dachte so, op, ja, so war das dann. Und dann habe ich mich gleich abends rangesetzt und ein zweites Video gemacht. Und so kam das dann auch. Und jetzt mache ich fast jede Woche ein Video. Da hat sich auch schon eine kleine Follower-Gemeinschaft gebildet. Stammzuschauer, die auch immer kommentieren. Und das ist irgendwie wie so eine ganz kleine private Community. So, das ist schon richtig schön. Jeden Tag kommen ein paar neue Follower hinzu. Pascal Schmidt erklärt ihnen zum Beispiel, was eine Pflanzenlampe ist und wie man Schädlinge bekämpft. Der Pflanzenfan geht auch regelmäßig in Shops, berichtet darüber, wie und wo man am besten bestellt und was dabei beachtet werden muss. Sich mit Pflanzen zu beschäftigen, ist für Pascal Schmidt eine echte Leidenschaft. Das kam einfach so. Da gibt es jetzt keinen gewissen Zeitpunkt. Also als es ein bisschen extremer wurde mit dem Pflanzensammeln, da hatte meine Oma mir eine Geschichte erzählt, wie wir damals halt immer in den Blumenläden waren und sie immer erzählt hat, so, ja, das wollte ich haben und das und das. Also es war schon immer irgendwie drin in mir. Und ja, dann bin ich eines Tages einfach zum Gartencenter gegangen und da fand ich alles toll. Hab sehr viel gekauft, hatte keine Ahnung, wie man diese Pflanzen pflegt. Und so kam das dann einfach peu à peu. Auf Social Media dann diverse Pflanzen gesehen, die ich sehr, sehr toll fand. Dann guckt man natürlich, woher kriegt man die, was ist das, die Unterschiede und, und. Und so kam das einfach mit der Zeit. Mittlerweile kauft Pascal Schmidt seine Pflanzen übers Internet, lässt sie aus Ecuador, Kolumbien und Indonesien liefern. Dafür investiert er auch schon mal bis zu 500 Euro. Das wichtigste Kriterium beim Kauf ist ihm, dass das Blatt schön ist. Der Pflanzenblogger hat auch schon mal einen Hybrid selbst gezüchtet. Das ist so ein selbstgezogener Hybrid hier. Das ist ein Hybrid aus der Anthurium luxurians. Dieser Pflanze hier, das war die Mutti, die hatte eine Blüte. Und dann braucht man noch selbstverständlich Pollen. Und die habe ich von dieser Anthurium hier genommen. Und ich fand die Kombi, also der Gedanke halt sehr schön, mit diesen sehr runden Blättern bei der Forgetii und dieses Krokodilsartige von dieser Pflanze. Und ja, da sind jetzt meine kleinen Sämlinge rausgekommen. Man hat dann ca. 100 Samen tatsächlich und die ziehe ich auf und ich hab die auch einmal im Groß. Also das ist dann der Hybrid. So sieht das dann irgendwann später aus, wenn die kleinen Sämlinge groß sind. Für seine grünen Freunde ist Pascal Schmidt die ganze Woche da. Er arbeitet bis 18 Uhr bei einem Einzelhändler für Telekommunikation. Danach dreht sich bei ihm alles um die Pflanzen. Er checkt, ob sie durstig sind, schneidet alte Blätter ab und sucht nach Schädlingen. Der YouTube-Videodreh gehört schon zur festen Routine dazu. Dafür dreht Pascal Schmidt am Montag oder Dienstag das Video, schneidet es am Mittwoch und am Donnerstag geht es dann auf Sendung. So. Da schaut sogar Katze Kitty interessiert zu und manchmal schreibt der 27-Jährige sich für das Video sogar vorher ein Skript mit den wichtigsten Fakten, die er sagen will. Zum Beispiel empfiehlt Pascal Schmidt seinen Zuschauern, die Erde, also das Substrat, selbst anzumischen. Das ist ein gutes Substrat, weil es selbst gemixt ist auf meine Bedürfnisse, auf meine Gießroutine. Das Substrat, in dem die Pflanzen kommen, sind für die Gewächshäuser in den Niederlanden super, aber nicht für uns zu Hause, weil es hier meistens recht kalt ist, beziehungsweise kälter eben als in den Gewächshäusern. Und man kann mit selbst gemixtem Substrat das eben sehr, sehr gut steuern. Hier sind jetzt vorrangig Kokosfasern drin. Das ist einfach für die Speicherung des Wassers und ganz viel Perlit sowie Bims, dass das Ganze aufgelockert wird. Denn über eine Zeit lang wird das durch das ständige Gießen verdichtet sich das. Und Perlit
Und dieses BIMS verhindert das. Deswegen bleibt es immer schön locker luftig, weil die Pflanzen bzw. die Wurzeln brauchen Sauerstoff. Das ist das A und O. Ein guter Tipp zum Schluss. Im Winter sollte man besonders wenig gießen. Einmal die Woche reicht. Pascal Schmidt schwört auf Flüssigdünger. Auch diesen sollte man wenig und wöchentlich zuführen. Für weitere Tipps schauen Sie gerne bei Pascals Jungle auf YouTube vorbei. Aus Ecuador. Wenn das Blatt schön ist, das ist das Wichtigste. So, und das gefällt mir richtig gut.